So, wir sind wieder da. Video Nummer 2. Während das erste gerade hochlädt, mache ich gleich mal weiter mit Cutman. Der Schere auf dem Kopf hat Mann, der alles zerschneiden kann. Reime Monster. So. Ich hab grad voll Bock. Und eigentlich nicht, weil ich in. Oh, nee, Helikopter. Wer auch immer diese Helikopter erfunden hat, hätte denen mal bitte ein anderes Bewegungsmuster geben können, weil die sind so ekelhaft. Klingt immer, als hätte man ein Leben gekriegt. Dabei ist es nur ein bisschen Energie. Nee, nicht mal Energie. Hallo. Oh, meine Güte. Danke. Jetzt. Was für geile Musik eigentlich. Fällt mir gerade so ein. Gut, gut. Gut, schlecht. Cutman. Ach ja, was ich noch andere Let's Player, YouTuber, wie auch immer, gerne gefragt. Ein Leben? Ich hab wieder ein Leben. Ja, 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 ja. Geil. Was ich, nochmal, Faden verloren. Was ich andere YouTuber Let's Player fragen wollte. Wie macht ihr das? Ich hab ein sehr, 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 scheiße, ein sehr, sehr, sehr schlechtes Mikro. Zu Deutsch, ich hab kein richtiges Mikro, sondern ich benutze ein Gaming-Headset von Logitech zum Aufnehmen. Klingt scheiße, ist aber so, weil ich möchte noch keine 90 Euro für ein ordentliches Tischmikrofon ausgeben. Und ich habe extremes Rauschen. Ich meine, das hört man jetzt im Video wahrscheinlich nicht so extrem, weil ich bei jedem Video die Audiodatei rauskopiere, filtere und dann das Rauschen rausfilter und dann die ganzen Dateien wieder zu einem Video zusammensetze. Komplizierter als es ist, oder? Also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Gibt es da irgendeine Methode, auch ohne neues Mikro, die einfacher ist? Weil das ist Tiere erst nicht nur nervig, sondern das dauert. Ich habe das erste Video ist 8 Minuten und schieß mich tot. 14, 15, irgendwas Sekunden lang. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gebraucht, nur um das. Du bist so dumm. Nur um das Video zu schneiden. Also um. Okay. Ich mag keine Let's Plays, in denen die Leute einfach nur da hocken und spielen und nichts erzählen. Aber ich sollte mich vielleicht ab und zu auch mal darauf konzentrieren, was ich mache. Leiter, 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 Leiter. Und weniger singen, weil mein Gesang ist schrecklich. Kommst du runter? Komm runter, komm runter. Brav. Danke. So, geh weg, geh weg, geh weg. Und springen. Perfekt. Und tschüss. So. Weil warum soll man eigentlich alle Gegner killen, wenn man es überhaupt nicht muss? Die Musik ist so faszinierend irgendwie. Helikopter! Helikopter! Die lassen wir mal da, falls wir nochmal sterben. Oh, hier. Du musst ja genau dahin schießen, wo ich mich hinstellen will. Und du kommst wieder. Stirb! Danke. Gottes. Vor allem, man verliert immer so viel Energie, wenn man getroffen. Oh, ey. Man verliert immer so sakrisch viel Energie, wenn man im Spiel getroffen wird. Oh nein. Gab es im ersten Megamental eigentlich schon Energietanks? Stirb! Verdammt! Toll! Hatten wir das nicht irgendwann erst? Dass ich ohne Energie hier. Na klar. Wieder derselbe Rotz, ey. Das kann nicht sein, dass ich mich so dämlich anstelle. Dass ich bei jedem Boss ohne. Na, cool. Danke. Dass ich bei jedem Boss ohne Lebensenergie ankomme. Gib mir Energie. Nein, ich will erst Energie. Oh nein, nicht verlieren. Depp. Blip, blip. Achso, dieses Klicken, was ihr wahrscheinlich hört, dieses hier. Das ist mein Gamepad. Ein MS...
Tech irgendwas Gamepad. Weil ich bin einfach kein Tastaturspieler, was sowas bei solchen Spielen. Ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden. Also jetzt Secret of Mana oder so, solche Sachen, das geht mit Tastatur, aber Jump'n'Runs, Metroid zum Beispiel oder Super Mario Teile, das ist einfach, oder eben hier Mega Man, das ist einfach nix ohne Gamepad. Na, wir probieren es jetzt einfach. Normalerweise braucht man ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur mit beiden Steinen treffen und er ist tot. Cutman. Warum dauert es eigentlich immer so lange, bis die Tür wieder zugeht? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, geh weg. Ich hab nicht getroffen. Ich hab nicht getroffen. Oh Mann. Toll. Na toll. Na toll. Na toll. Hüpf doch mal woanders hin. Geh weg. Nein! Der erste kleine Wutausbruch. Der kleine Wutausbruch. Oh, ich liebe dieses Spiel und ich habe keine Energie für... Ach nee. Jetzt waren ja die Steine nicht mehr da. Das heißt, wir müssen... Und wir haben kein Leben, also besiegen wir Cutman jetzt einfach so oder gar nicht. Das ist toll. Ah, oh, Epilepsie. Vor allem, er erscheint einfach. Er kommt nicht irgendwo her. Geh. Geh weg mit... Ah, wie weit fliegt das denn? Gut, 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 gut. Geh weg. Gut, gut. Geh weg. Nein. Geh weg, geh weg. Ja, 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 ja. Ja, du bist tot. Yes. Du bist tot. Du bist tot. Und ich war... Oh, go. Mega Man ist weg. Wir waren gerade in einer Wackelphase weg. Ja, so. Cutman besiegt. Und wir haben wieder kein einziges Leben übrig. Das fängt echt super an. Hallo? Hat das Spiel sich jetzt aufgehängt? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Ah. Diese dämlichen Punkte. Kein Mensch braucht die. So. Cutman besiegt, Cutman besiegt. Im nächsten Video gehen wir zu... Weiß ich noch nicht, sehe ich dann... Euer Dusty, bis zum nächsten Mal.